Tadaima to Yasuko, hallo und herzlich willkommen zurück zu Harvest Moon, deine Tierparade. Ja, heute ist Freitag für euch. Das heißt, ich wünsche euch allen da draußen ein schönes Wochenende. Ich habe es leider noch nicht geschafft, ich muss noch ein bisschen... Für mich hat die Woche erst angefangen. So, wie immer kassieren wir hier ein super Sandwich-Essenspaket von Olli. Oh scheiße, das Wetter sieht aber gar nicht gut aus. Stimmt, im Sommer kommen ja immer die Tornados. Das heißt, mein Angebautes wird heute garantiert nicht mehr so da sein, wie es war. Da wollen wir mal gucken. Wie schlimm es da draußen ausschaut. Naja, das Gute ist, wir brauchen nicht gießen. Das Schlechte ist... Ja. Drei Reihen meiner Dings sind weg. Und auch sonst hier einiges... Ach, das ist ja ein furchtbares. Chaos hier auf unseren Feldern. Das muss ich alles neu bepflanzen. Ja, das passiert aber auch nur im Sommer, ausschließlich im Sommer. Und mir ist aufgefallen, dass es zum dritten tendiert. Also ich habe schon oft gehabt, dass am dritten und am vierten, nee, am dritten und am fünften war es, glaube ich, auch noch, dass da auch nochmal so schönes, bescheidenes Wetter ist. Ach nee, das ist ein Kreuz mit diesem... Oh, hier ein bisschen Geld gefunden. Boah. Dass am dritten natürlich hier noch nichts zum Ernten bereit ist, das ist ja klar. So viel Schwein hat man halt nur, wenn man Tita Kenji heißt. Ja, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr ja Lust, noch mal ein paar... 100 Parts zurückzugehen und zu gucken, was letztes Jahr um diese Zeit passiert ist. Ich weiß es nicht, aber ich tendiere dazu, dass es, glaube ich, auch scheiße war. Unwetter. Das ist, glaube ich, irgendwie, damit man mehr Geld ausgibt. Im ersten Jahr ist das das Schlimmste, was einem passieren kann. Wenn man nicht viel angebaut hat oder nicht viel Geld hatte, um was zu kaufen zum Anbauen, dann sieht man da alt aus, wenn dann so ein Sturm kommt und die ganze Ernte weg ist oder beziehungsweise das ganze Angebaute futsch und man dann sozusagen wieder bei Null anfangen muss. Deswegen sollte man definitiv immer ein bisschen mehr von allem anbauen. Gerade wenn man wie im ersten Jahr für die Quest Maismehl, gutes Maismehl braucht und dann die Sache mit dem Kohl und weiß ich was man da sammeln sollte, um dann die gelbe Glocke anhängen zu können. Man konnte ja schon recht früh im Spiel die gelbe Glocke finden am Strand. Und dann mittels der Tafel, die man von Christian oder wie der heißt, gekriegt hat, die Mondsymbole aufsuchen und dann die Glocke wieder aufladen und so weiter.
Um dann allerdings die Glocke auch zum Läuten zu bringen, musste man ja dann erstmal Ruth ein bisschen betüdeln und so. Die wollte ja da Kohl und Kopfsalat und wie das nicht alles hieß. Ach nee, Kopfsalat war, glaube ich. Nicht Kohl, sondern Kopfsalat. Musste man ihr so und so viel Guten bringen, damit sie dann gesagt hat, ach ja, da hinterm Zaun, da ist ein Türchen, da kannst du mal gucken. Und ja, da war dann der Schrein, wo die Glocke hingehörte. Und dann konnte man sie auch läuten. So. Saatgut habe ich aber, glaube ich, keins mehr, oder? Guck ich doch mal. Nö, kein Beutel mehr. Ist ja nicht so weiter tragisch. So. Wo ist denn meine Sichel? Da ist die Sichel. Auch wenn jetzt keine neuen Felder mehr da sind, machen wir das trotzdem. Ruckdi zock. Ja, Mit unserem Kind ist auch noch nichts weiter passiert. Da bin ich auch gespannt, wann da der nächste Schritt. Da wird das ja dann groß genug, dass es aus dem Kinderbett kommt. Und dann in sein eigenes Zimmer. Was wir ja schon angebaut haben. Ich trage heute die gelbe Freizeitkleidung. Hab die Kochuniform mal wieder in den Schrank gehängt. Und um ehrlich zu sein, ich weiß schon gar nicht mehr, was ich noch nicht anhatte. Weil es halt schon so viel war. Ja, rein theoretisch müsste ich auch mal gucken wegen Schmuck und so ein Kram. Wobei ich finde, das kommt hier überhaupt nicht wirklich zur Geltung. Also sprich, die Schmuckstücke sind entweder zu groß oder man sieht sie nicht. So wirklich. So, die Mayonnaise kommt da auch hinein. Dann heißt es Tiere füttern. Ja, ich hatte ja schon mal erwähnt, dass ich überlegt habe, vielleicht demnächst so bei 200 Abonnenten oder so vielleicht ein Special zu machen. Ich habe da auch schon so eine Idee, was ich machen könnte. Aber das wird, wenn dann, eine Überraschung werden. Falls ihr aber auch noch irgendwelche Ideen habt, könnt ihr mir gerne mitteilen. Und ich gucke dann, ob ich da irgendwie was machen kann. Und ja. Ich warte auch immer noch auf wegen dem nächsten Harvest Moon Projekt. Welches ihr da eher sehen möchtet, also als erstes. Ich kann nur sagen, Baum der Stille ist soweit schon abgedreht, also Hauptstory-mäßig. Geheiratet ist auch. Nur halt kein Kind bisher. Ansonsten alles soweit schick. Und ja. Magical Melody ist halt was, wo ich mal wieder... wo ich dann noch aufnehmen müsste. Mich noch ein bisschen wieder mehr. Aber da muss ich mich wieder reinfinden. Haha, müsste ich mich wieder reinfinden, meine ich. Ich habe jetzt so gemerkt, die letzten paar Wochen, wenn ich bei meinem Freund war, habe ich immer sehr gerne auch jetzt so ältere Spiele von Final Fantasy mal wieder gezockt. Sprich, ich habe Final Fantasy... gespielt,
Naja, zumindest bis ich checkt besiegen musste. Da habe ich dann abgebrochen. Dann habe ich Final Fantasy 3 Lightning Returns gespielt. Auch wieder ja, bis zu der Stelle, wo ich den Endgegner besiegen möchte. Den ich bis zur dritten Stufe auch soweit gut erledigt kriege. Und in der dritten Stufe, danach muss ich ihn dann schocken. Und das habe ich leider noch nicht geschafft. Dann habe ich Final Fantasy 12 angefangen. Wo ich momentan... gestern bin ich da an der Phone-Küste angekommen. Also da beim Banditenlager oder so, Phone-Küste, auf dem Weg nach, wie heißt die Stadt, irgendwas mit A. Ich kann mir das nicht merken, tut mir leid. Ich hab's nicht so mit Namensgebung mir merken zu können. Ach ja, wenn sich die Projekte nicht immer so hinziehen würden. Eigentlich würde ich so gerne endlich mal Grandia weiterspielen, aber da hänge ich ja total bei der Hydra fest. Wie ihr wisst, deswegen habe ich das ja pausiert. Bis ich mal wieder die Motivation habe, mich da richtig reinzuhängen. Dann war ich jetzt letztens mal meine Videos durchgegangen und habe gestaunt, wie viele Aufrufe manche meiner Videos haben. Ernsthaft jetzt. Also, ich weiß nicht, zum Beispiel Grandia, der erste Teil, der hat über 1300 Aufrufe, wenn ich das richtig gesehen habe. Wo ich mich frage, Wahnsinn. Aber okay, es ist auch ein geiles Spiel. Und die meisten Leute schauen sich meistens den ersten Part an von dem Projekt und entscheiden dann, ob sie das Projekt weiterverfolgen oder nicht. Und ja, ansonsten suchen sie nach bestimmten Schlagwörtern in den Titeln, um das dann, melken muss ich noch. Bei Harvest Moon zum Beispiel so Sachen, wenn die Goldkanne oder Silbersichel und so weiter, wenn da solche Schlagwörter fallen, die haben natürlich mehr Aufrufe, als wenn ich jetzt nur irgendwelches dümmliche Zeug daher rede, wie jetzt zum Beispiel wieder mal. Aber was soll ich machen? Soll ich hier stillschweigend neben der Kuh stehen und sagen, ich melke jetzt die Kuh, ich striegel jetzt das Schaf, ich lege jetzt das Ei, ich sammle jetzt das Ei, meine ich. Oder sowas in der Art. Das ist ja total sinnfrei, sag ich mal. Man muss ja ein bisschen die Leute auch bespaßen, sag ich mal, oder beschäftigen. Für mich ist Let's Play so ein bisschen wie ein Tagebuch. Also, ich erzähle da halt was von meinem Leben und so. Und ich meine, wenn es euch nicht interessieren würde, würdet ihr ja bestimmt nicht zugucken. So. Und wie bei Final Fantasy, wo ich halt nur renne und nicht wirklich mehr Zeit zum finde, das zu kommentieren dann. Das guckt ja dann keiner, wenn man das nicht kommentiert. Und wenn ich jetzt sage, okay, dann rede ich halt in Harvest Moon irgendeinen na, ihr wisst schon, was ich meine. Nonsens. Dünnschiss. Dann mache ich das halt so. So, es ist Dienstag. Und weil ich jetzt weiter nichts zu tun habe und noch so viel Energie habe, gehe ich jetzt mal in die Stadt und werde mal wieder ein paar Geschenke verteilen an meine schönen Harmoniebewohner. Unterwegs kann ich ja noch vielleicht noch irgendwas am Strand einsammeln, wenn da was rumliegt. Und, naja, ich wollte jetzt gerade sagen, für Marco hätte ich ja, aber die Marmelade habe ich noch nicht gemacht. Orangenmarmelade. Oh, eine Auster. Das ist sowas Feines. Wow. Und der Muschel. Findet man ja auch überall. Noch eine Miesmuschel.
Garten aussah, war ja mehr so grau gewesen. Amismuschel ist zum Beispiel was für Heiko. Aber das wisst ihr ja schon, das habe ich ja schon in früheren Parts zigtausendmal gesagt. Und weil ich es so oft gesagt habe, kann ich mir das halt dann auch gut merken, weil ich es halt so oft schon erwähnt habe. Ich habe so ein Gehirn, wenn ich Sachen wiederhole und wiederhole und wiederhole, dann kann ich es mir auch merken. Tue ich das nicht, dann ist klar, dass mein Gehirn dann auch Sendepause macht. So. Schneiderei, das ist doch mal eine Idee. So, mal gucken, habe ich hier noch die Brombeerstrudel oder was das ist? Blaubeerstrudel, bitteschön. Oh, das hat man aufmerksam von dir. Ja klar, bin ich aufmerksam. Stell dir vor. Ich bin wie ich bin. Ich bin einfach nur nice to meet you. So, Siggi. Dann zeig doch mal. Freizeitkleidung grün. Aha. Okay. Arbeitskleidung. Ja, sportliches T-Shirt. Nehmen wir auch mal. Formelles Kleid. Boah, sieht ein bisschen aus wie so ein Dingsbums, aber egal. Nehmen wir einfach mal. So, was haben wir denn hier noch an Hüten? Schlafbrille, ja klar. Wenn du Auto fahren willst, dann setz auf jeden Fall die Schlafbrille auf. Und weil wir so dicke haben, gucke ich mal, was ich hier leer kaufen kann. Runde Sonnenbrille, große Sonnenbrille, die und das und der und so weiter. Wir kaufen hier alles leer. Rote Jagdhut. So, mal eben 30.800 ausgegeben für Kopfschmuck. Mal gucken, hast du sonst noch was? Alles ausverkauft. Und hier auch alles ausverkauft. So, gib mal dir ein Teechen. Und gehen dann weiter unseres Weges. Ja, so Geschenke beleben die Freundschaft und machen glücklich, ohne irgendwelche Pillen einzuwerfen, sag ich mal. So, eigentlich wäre doch super Wetter, um mal auf die Insel zu fahren, wa? Da waren wir auch schon ewig nicht mehr. Aber... Ach, das hebe ich mir mal für einen anderen Part auf. Ocarina Gasthaus. Da muss ich immer an Zelda denken. Da ist ja auch so eine Ocarina. Das ist irgendwie so ein Blasinstrument. So, was haben wir hier? Meeresfrüchte... So, 1, 2. Immer schön Geld aus dem Fenster werfen. So, wir sind ja fröhlich und nett und freundlich und geben den Leuten immer ein Geschenk, wenn wir Zeit finden, eins zu kaufen. Und den Typi hier, den Christian, den müssen wir natürlich auch mal ab und an ein Käffchen bringen. Sofern ihr ihn das erste Mal getroffen habt, bei schlechtem Wetter, trefft ihr ihn halt frühs in seinem Zimmer. Ansonsten steht er bis, weiß ich nicht, irgendwann vormittags vorm Ocarina Gasthaus und ansonsten müsst ihr dann in der Mine suchen.
Oder halt die Lupe einsetzen. Da findet ihr auch sofort euren gewünschten Ansprechpartner. So, der Zauberer ist meistens immer hier. Er gehört zu denen, die keinen Partner finden. Ich überlege gerade. Irgendwo muss ich doch mal was auslösen können. Irgendwas vielleicht mit Ilka und Max. Die sind ja so ziemlich am weitesten bei mir immer. Weil die am leichtesten rumzukriegen sind. Korallklinik. Ja, natürlich passiert nichts. Nada, niente. So. Potara-Wurzel. Ah, für mich danke. Das ist ja lieb von dir. Ja, ich bin halt lieb. Wieso habe ich eigentlich so viele davon? Habe ich scheinbar gekauft. Ohne Sinn und Zweck. Bitteschön, Max. Morgen. Oh, das ist sehr schön. Vielen Dank. Ich habe wieder so glücklich. So, vielleicht noch ein Besuch beim Bürgermeister im Haus. Ich weiß nicht, habe ich noch Tomatensaft dabei? Ah, ich habe noch 4 Tomatensaft. Das müsste ja reichen, bis meine Tomaten reif sind. Für neuen Tomatensaft. Der ist noch von letztes Jahr, Leute. Ich bringe den Tomatensaft von letztes Jahr, alter Schwede. Hoffentlich kriegt er davon keinen Durchfall. Aber sowas hält sich ja ewig. La la la, bitte. Hat auch noch kein Schimmel angesetzt. Also, gut. Das wäre geschafft. Mal überlegen, wen kann ich jetzt noch besuchen? Aha. Wen besuche ich? Ach, wie heißt denn hier der Knabe, der angelt? Tilo? Nee, oder? Irgendwas mit T auf jeden Fall. Oder doch Tilo? Ich weiß, das muss ich nicht. Dem könnte ich eigentlich eine Miesmuschel geben. Ich weiß nur nicht, ob er die mag. Oder ob er mehr auf Austern nur stand. Ah, okay. Austern waren beliebter bei ihm als Miesmuscheln. Aber Freundschaft gesteigert. So, jetzt gehe ich hier rein. Dem schenke ich jetzt noch die andere Muschel, die ich gefunden habe. Oh, ich bin begeistert. Ja, ich weiß, dass du begeistert bist. Oh, ist das toll. So, und da ist er. Der, Sekunde, sobald ich den Grüntee habe, weiß ich, wie er heißt. Tobi! Oh Gott, wieso ich mir das nicht merken konnte. Für Paola habe ich jetzt nichts mehr, oder? Ah, doch, hier ein Seeigel. Ich glaube, auf den steht er auch. Jo, Seeigel. Prima. So. Ach, da fällt mir ein, ich muss mal gucken, ob ich noch... Ich muss ja noch Dings ernten. Äpfel und Orangen, die gehen ja auch noch zu ernten. Jeden Tag fällt eine vom Baum. Aber nur, wenn ich gegen renne. So, ich würde sagen, das mache ich dann noch schnell alleine. Wir sehen uns dann nächste Woche Mittwoch wieder. Ihr wisst ja, Mittwoch, Harvest Moon Tag. Ne, ne, ne. Ich hoffe es. Also, weil ich muss ja irgendwann zwischendurch nochmal aufnehmen, wenn ich das nicht sogar gleich mache. Wobei, ich muss gleich auch noch Moon Factory aufnehmen. Das ist irgendwie... Oh, ich weiß auch nicht. Ich habe im Moment keinen festen Zeitplan. Weil ich meistens nur einen Tag in der Woche nach Hause fahre, zu meinen Eltern, wo ich meinen ganzen Aufnahmescheiß habe. Und das dann da mache und auf den Stick ziehe und dann mit zu meinem Freund nehme. Und das dann dort hochlade. Weil seine Leitung ist einfach mal awesome! Ich hätte auch gern Kabel Deutschland. Aber ich habe leider nur die scheiß Telekom, die mir hier nicht mal 1000, eine 1000er Leitung
zur Verfügung stellt. Beziehungsweise kriege ich hier keine Pausen. So. Aber Gott sei Dank können die mir meine Bäume nicht kaputt machen, der Sturm. Rüttel dich, schüttel dich, deine Früchte sind allesamt reif. Edel. So, da haben wir noch eine Orange. So, so. Und eine normale Orange. Sehr schön. Gott, jetzt habe ich euch hier schon wieder so lange belatschert. Also, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, tschüssi, eure Tita Kernschi.